Ja, der G20-Prozess, der jetzt auch gerade hier in Hamburg stattfindet, ist eine wahnsinnig wichtige Chance für den globalen Klimaschutz, weil wir hier am Tisch die Nationen haben, Industrieländer, Schwellenländer, die zu 75% für die globalen Treibhausgase verantwortlich sind. Und in diesem Forum müssen im Grunde auch die Entscheidungen mitgetroffen werden, die dann den Klimaprozess, der dann mit der COP23 fortgesetzt wird, noch zu unterstützen, nochmal zu beschleunigen und auch ein Zeichen zu setzen, dass ja, globaler Klimaschutz auch eine riesige Chance ist für Volkswirtschaften. Denn in erneuerbaren Energien, in nachhaltigen Verkehrsstrategien liegt die Zukunft. Und wer das verpasst, dem wird es auch ökonomisch in Zukunft schlechter gehen.